Spricht jetzt der Kollege Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt. Es geht um nicht weniger als das Ziel eines Lebens in Würde für alle Menschen auf dieser Erde und dies unter Wahrung der planetaren Grenzen. Deutschland hat sich mit der Bundesregierung das Ziel gesetzt, eine führende Rolle bei der Transformation der Weltgemeinschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit einzunehmen. Und ich will schon auch einmal betonen, dass Nachhaltigkeit national mit dem Bundesminister Peter Altmaier in Verbindung gebracht wird und international mit dem Bundesminister Gerd Müller, die beide ja auch anwesend sind. Dafür auch einmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Die Nachhaltigkeitsstrategie stellt eine ehrliche Bestandsaufnahme dar. Und wir haben ja schon die Symbolik von Sonnen und Wolken gehört. Ich denke, es ist eine Darstellung, die den Begriff heiter bis wolkig verdient, bei der natürlich das Erreichte berücksichtigt, auch gewürdigt wird, trotzdem aber ambitionierte Ziele für die Zukunft gesetzt werden. Unsere Nachhaltigkeitspolitik wird in vielerlei Hinsicht anspruchsvoller. Zum einen deshalb, weil die Zahl der Nachhaltigkeitsindikatoren steigt von 38 auf nunmehr 63 und zum anderen, weil die Nachhaltigkeitsstrategie dynamisch und zukunftsoffen angelegt ist. Bereits für 2018 werden die Indikatoren fortgeschrieben. Und wenn es um die Beurteilung dieser Strategie geht, dann ist mir eines in Erinnerung geblieben. Die grüne Obfrau Valerie Wilms hat diese Woche gesagt, wir sind bei der Nachhaltigkeitsstrategie einen wichtigen Schritt vorangekommen und es sei eine passable Nachhaltigkeitsstrategie geworden. Und wer Frau Wilms kennt, weiß es, dass das in ihrem Vokabular fast einem Superlativ gleichkommt. Also auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Lob der Grünen. Und es zeigt natürlich auch, dass Nachhaltigkeitspolitik keine Erfindung der Grünen ist. Wir als größtes Land der Europäischen Union, als wirtschaftlich stärkstes Land, gehen bei der Nachhaltigkeit voran und werden auch natürlich weiterhin Vorbild sein. Man sieht es auch an zahlreichen Einzelbeispielen. Bei der Etablierung des Textilsiegels, bei der Fortschreibung des Ressourceneffizienzprogramms, aber auch natürlich bei den Anstrengungen hinsichtlich einer höheren Transparenz bei den internationalen Lieferketten. Deutschland betreibt eine Nachhaltigkeitspolitik mit globalem Anspruch. Die Welt rückt zusammen. Und was in Deutschland geschieht, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Welt und andersherum. Deshalb ist es richtig, dass die Nachhaltigkeitsstrategie auch verstärkt eine globale Perspektive einnimmt. Die Nachhaltigkeitsstrategie geht in diesem Kontext in einem Beispiel auf die nationale, die europäische und auf die globale Dimension von Flucht ein. Erst wenn wir es schaffen, auch in den Herkunftsländern eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, leisten wir einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das zeigt auch, was es heißt, die Agenda in den einzelnen Zielen in Deutschland, mit Deutschland und durch Deutschland voranzubringen. Und nachhaltige Politik, Frau Göring-Eckardt, ist eben mehr als tagespolitischer Aktionismus. Nachhaltigkeit ist nach wie vor Chefsache im Kanzleramt. Zukünftig werden in allen Ressorts Nachhaltigkeitskoordinatoren eingerichtet. Das Thema Nachhaltigkeit bekommt so auch in den einzelnen Ressorts ein höheres Gewicht. Dabei werden Zielkonflikte um den Begriff der Nachhaltigkeit natürlich bestehen bleiben. Wenn ich mir die Strategie anschaue, dann steht beispielsweise als Ziel eines der Wohlstandsindikatoren ist der Besitz eines Farbfernsehers aufgezeigt und zu Recht auf der anderen Seite die Bekämpfung von Adipositas, von starkem Übergewicht als Gesundheitsziel aufgeführt, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob hier nicht gewisse Kreuzkorrelationen bestehen könnten, die den Zielen vielleicht auch zuwiderlaufen. Aber das ist nur ein kleines Beispiel, welches Ringen um den Begriff der Nachhaltigkeit natürlich auch zuweilen notwendig ist. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wird die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie intensiv begleiten und bei der Weiterentwicklung mitwirken. Wir wollen, dass das Thema Ausgangspunkt politischen Handels wird und nicht Anhang. Mit der neuen Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Aufschlag gemacht, die planetaren Grenzen im politischen Handeln zu berücksichtigen und damit die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes insgesamt zu stärken. Herzlichen Dank. Und jetzt gilt es, das Ganze noch eben auch politisch zu unterfüttern. Dankeschön. So, das Wort hat die eben angesprochen.